Muss ich echt für den ollen Ventilator wiederholen? Ja, oder ich weiß halt nicht was, ne? Absehen. Da kann ich will nur mal kurz noch mal gucken. Nicht, dass da irgendwie was ich da falsch interpretiere. Aber das ist ja hier alles Müll. Und hier sind halt so komische Fußspuren. Soll die auf irgendwas hinweisen? Aber ich glaube, es ist einfach der Ventilator. Der pustet dann alle weg. Na gut. Also habe ich das Problem, ich kann nicht einfach so die Welt verlassen, weil ich noch nicht geschafft habe. Das ist echt doof mit Blind, ne? Vor allem, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Kann ich auch der Kühlschrank was machen? Manche sagen, Kühlschränke wurden ursprünglich erfunden, um Kühlschrankmagneten an einem zentralen Punkt sammeln zu können. Die Wahrheit sieht eventuell ganz anders aus. Vielleicht. Sel pustet sein Müll zu Hause auch einfach aus dem Fenster. Ja, entweder Ditte oder halt ein Staubsauger. Ne, das halt. Ich hole einfach mehrere Sachen, Leute. Ich muss mehrere Sachen holen. So, dann schnell zurück, Wason. Ich hole mehrere Sachen. Chris hier wieder mit seinen passiven Tipps immer. So ist das. Aua. Ja, da brauchen wir bestimmt trotzdem noch irgendwas. Oder hab's einen Mülleimer als Dings? Nee. Weil nur, weil das nicht schlecht ist, dass wir halt Geld ausgeben, kaufe ich mir die einfach alle. Werden alle gekauft, man sich gegönnt. Ich weiß von dem Spiel fast gar nichts mehr. Ach so, Chris, ja? Na gut. Aber das ist halt, sonst hätte ich ja gedacht, dass das irgendwie Sand wäre oder so, aber dass das jetzt Papier ist? Hätte ich jetzt gesagt, man muss das wegpusten. Oder mit irgendwas aus dem. Mach doch mal eine Pause. Jetzt schon? Mach noch keine Pause, Leute. Können Sie vergessen. Gut. Jetzt also nochmal ganz schnell. Warte, kann ich doch mal ins Museum Sticker abgeben? Da kann ich so seltener. Die will ich die vergessen. Ich hab das Zeug. So, leg mal einfach her. Bist du sicher, dass das der richtige ist? Nee. Oh, Glückskatze? Nee. Vergiss es. So, und zur Not, dann nehmen wir im Staubsauger mal mit. Zur Not. Falls es nicht sehr relevant ist, dann setzen wir ihn einfach ein. So, sonst gibt es ja sowas nicht wie ein Mülleimer. Nee, okay, gut. Man sieht sich, Kumpel. Na, Mann. Sei doch so frei. Nicht, dass irgendwie auch noch irgendeiner Tipps oder sowas gibt, ne? Was wir alles schon haben! Das ist auch das Ding. Weil, Ziegen Papier fressen, keine Ahnung. Ich hab ja noch einen Staubsauger. Einen Bürstenstaubsauger. Ich glaube, wenn, dann gehen alle Staubsauger. So. Und dann noch. Der hat beim letzten Mal Sand weggepustet, ne? Ich weiß, aber. Oder die Schere, dass die alle wegschneidet. Ey, Leute, ist manchmal so doof, da kannst du nicht drauf kommen. Ist manchmal einfach alles zu crazy, Leute, zu crazy. Ich würde sagen, wegpusten. Einfach woanders hin sollen andere sich um den Müll kümmern. Ja? Hat ihn da im Dschungel abgeladen. Wir sagen uns: Schmutz, großer Schmutz. Sorry, ich gebe jetzt die Sticker ab, die sind selten. Ja, Fluffy, ne, dass das Spiel immer Pause machen möchte. Oder in die Tonne werfen. Ja, vielleicht ist es doch die Tonne. Das Mario da erstmal aufräumen, 5 Stunden. Ah, Leute, guckt euch das an. Da werden die Schuhe doch schon langsam, aber sicher immer kompletter. Bam, bam, bam. So, wo waren das jetzt? Ich sag, Leute, ihr ist okay. Ich sag, ein paar Sachen mache ich offscreen. Aber das jetzt hier für den Fall. Ich vergesse doch nur. Wie viele es hier gibt? Die Größen. Er kann mir ja wirklich auch viele kaufen.
So ein Ding haben wir doch schon als riesengroße Teil eigentlich gesehen, oder? Flup, flup. Ja, hier von... Oh Mann, so viel. Einfach viel zu viel. Es sind mir am wichtigsten diese komischen Special-Dinger, die so... Ja, wie der Froschanzug und so. Oder diese komischen Schweife. Gleich alle beide. Na, wo seid ihr denn? Na, den Froschanzug ohne Flup. Noch mehr? Ja klar, wir sind lange nicht fertig hier. Aber da kann man sich einfach kaufen, wie geil. Tada! Oh, das ist was. Oh, guck mal, mit der kriegt Bede drauf? Natürlich nicht. Sorry. Da, da, ba, ba, da, ba. Ich habe keine Ahnung, was der Frosch dazu überhaupt macht. Ich will bitte mal kurz durchlesen. Vor allem, wenn so eine Silber. Stärkeres Ausweichmanöver, das die Angriffskraft der Folgesticker stark erhöht. Nicht schlecht für einen Frosch. Ist zum Ausweichen? Wer weicht denn damit aus? So. Jetzt solltet ihr schon fast alles komplett. Ja, die hatten wir ja schon mal. Die musste ich aber einsetzen, weil sonst wäre ich gestorben. Glaube ich. Klick, klopp. Gut. So, ey, wenn das nicht der Ventilator ist, ne? Ey, scheiße, ey. Das wird der sein. Der steht doch mit, der kommt ja immer so aus dem Hintergrund hoch. Und dann, toll. Das wird schon, der wird der sein. Ansonsten, vielleicht müssen wir wirklich den ganzen Dschungel abfackeln, Verbrennungsanlage beschwören und dann... Machen wir das einfach so. Irgendwie war ja auch, war nicht der Ventilator auch der, der eh am öftesten eingesetzt werden muss, weil der irgendwie, der war ja auch irgendwie so der beworbene Gegenstand. Das war ja in der Promo schon. Geil, der ist doch mega selten, deswegen gleich ins Museum. Gleich rin. Swing! Guten. Ja, Tilly Jensen sagt, die muss ich mir alle auch mal kaufen, denn. Immer schön kaufen. Einfach, wenn man sich kaufen kann, macht man den schön offscreen. Aber wie gesagt, diese Regenbogendinger von diesen spezifischen wie die Pickelhaube, die sind mir zu selten. Aber ist ja schon fertig. Voll fertig hier. Crazy Rabbit, danke auch für deinen Misab. Dankeschön. Oh, ich muss da wieder hinlatschen in den Dschungel, ne? Wenn man denn das Falsche hat. Na, hier Leute, die ganze Seite, die werde ich alle offscreen einkleben. Diese scheiß Dingse. Hab schon super viel. Aber das ist genau dasselbe. Könnt ihr euch vorstellen, ne? So, mal kurz sortieren. So. Rotairo, grüß dich Speichern. Jetzt mal Daumen drücken, Leute, jetzt geht's los. Also ist der Dschungel, ich glaube, der Dschungel war jetzt auch nicht so ein großes Level. Ähnlich wie das Eislevel, glaube ich. Da sind ja alle wieder da. Durchwaschen. So, wir zum Thema durchwaschen. Wow, Alter! Und dann ist es doch nicht der Ventilator, sondern die Ziege, ey, dann rastig aus. Ist noch nicht wie, weil ich denn Bock habe, noch zu raten und fünfmal hin und her zu laufen, ist schon. Deswegen, Leute, wir haben es ja schon beim letzten Mal gesagt, ja, objektiv gesehen ist es halt schon der schwächste Pokémon Mario-Teil. Wenn es ein gutes Spiel ist. Aber es ist halt sehr kurz, es ist halt irgendwie so komisch kryptisch. Story ist fast ja nicht vorhanden.
Schön, dass es das witzig ist noch trotzdem, aber... Boah, wollen wir durch die Wand werfen, habt ihr gesehen? Wow, Alter! Ist egal, wir ziehen das hier durch. Dann haben wir jedes Paper Mario Game auf dem Kanal. Ist doch schön! So. Ich bin ja schon voll. Lieber nochmal speichern, nicht, dass irgendein großes Müllmonster kommt. Abgesaved. So. Das ist doch am logischsten, oder? Komm. Jetzt einfach... Dann ist das doch irgendwas aus der Eiswelt oder so. Vielleicht doch der Kühlschrank. So, guck mal, das ist auch schön groß. Ist ja so der Hinweis. Das ist vielleicht doch der Staubsauger? Alter, wir, wenn nicht, ne? Wasted, einfach wasted. Das hat immer so weh getan. Er ist es! Einfach zur Seite raus. Geil! Da ist die Sau. Ja, dann sieht man hier mal den Geheimweg. Haben wir ja schon Feuer gefunden. So, was saugt man doch nicht einfach ein? Das verstopft doch. Ja, also wie man da auf dem Staubsauger kommen soll, ne? Ich weiß es da auch nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Das ist halt das Game. Aber gut, sei es drum. Wir haben es. Halt immer zum Springen. Ich bin richtig, ich habe ja gar keine Sticker mehr. Alles eingeklebt. Lol, ich dachte, hier würde nur die Ziege funktionieren. Ach, Brady hat mir nicht die Ziege nehmen können? Dass sie die echt frisst? Am besten gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Brückenteil. Ja, das wäre ja fies. Aber die Ziege wäre aus dem Eisgebiet, ne? So. So, neue Tetris zocken. So, dann haben wir schön das erste Level abgeschlossen, Leute. Und hier gibt es auch noch keinen Geheimgang. Wir haben die Tür mitgenommen, sehr schön. Eventuell müssen wir hier nie wieder rennen. Aber es hätte ich natürlich schon gern mit der Ziege gesehen, ne? Wie das alles einfach wegfrisst. So. Wunderschön und wunderschön. Und damit haben wir das erste Dschungellevel. Ich krieg natürlich keine Münzen mehr, weil ich ja keine Gegner getötet habe. Weil ich wieder rausgegangen bin aus dem Level. Hm. Egal. Hm. So, komplett abgeschlossen. Weil es ist blau. Dschungelschnellen. Was war das denn jetzt nochmal? Dschungel, schnell durch den Dschungel? Aber ich bin noch ein Genießer. Oh. Oh, ich glaube, das war... Das war crazy. Ich wollte mal gucken, jetzt als du schon groß. Guck dir gerade. Secret Door. Gleich am Anfang. Oh, ich glaube, das war jetzt ein ganz großes, die wilde Wasserfahrt-Level. Okay, ein Handstaubsauger? Mini-Staubsauger. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Also, das heißt, ich nehme das halt alles schön ins Museum, ne? Hier noch irgendwas Verstecktes, Geheimes. Sieht aber nicht so aus. Oh nein. Oh cool, ich muss erst den Stein da kaputt machen. Ist hier noch irgendwas? Nee.
Na gut, dann Mario Absturz. Wo will er denn? Tschüss, Mario. Oh! Kann ich überhaupt lenken? Ja, nee, okay. Das lenkt automatisch. Ey, was ist denn? Oh, oh, die Pflanze, die zuckt. Kann ich ins Wasser fallen? Ich kann doch ein bisschen lenken. Wenn ich ein bisschen Rufkloppe. Oder wie, oder was? Oder mit meinem Gewicht halt. Okay, mit meinem Gewicht. Ey, ja, ich hab dich getroffen! Oh! Alter, richtig schnell. Okay, ich kann nicht runterfallen. Ich kann komplett nach zum Rand gehen. Ey, seid ihr verrückt? Oh, guck mal! Nein! Alter, die Schweine! Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Alter, ist denn euer Ernst? Nein! Das war's, Leute, das war's. Du besiegst das Feuer nicht! Ah! Ey, Salva, danke schön für dein Visa. Oh Mann. Ich will meine Almosen hier einsammeln. Ey, guck mal! Der letzte drangsalierte Tod. Oder wenn wir den befreit haben, kriegen wir nochmal 5 KP plus. Geht es zu dem Comic anscheinend ganz anders. Ah! Über eine Röhre. Oder ich bin sowas für tot, Leute. Ich bin tot. Ach, den Unner jetzt. Na klar. Kitschhändchen! Quietscheente. Einfach so. Uff. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr lebend raus aus der Nummer. Das war ja fies. Alter, voll Game Over, abgesoffen, ey. Naja. Ey, da war richtig gemein mit dem Anfang mit den scheiß Fässern. Okay, dann jetzt nochmal, jetzt was ich auch. Ist RIP, Leute, ist RIP. So, na toll. So, zum Glück speichert das Spiel immer wieder, aber ich muss jetzt nochmal den Sticker einsetzen. So, jetzt weiß ich ja, was kommt. Jetzt sieht die Sache ganz anders aus. Hey, Ellie, hallöchen. Wildwasserbahn, ey. So, die Ente kriege ich ja auch ganz normal. Ich muss einfach in der Mitte bloß bleiben. Schön mittig fahren. Und dann wird es schon. Gib mal her, Mini-Staubsaug. Danke. Ich glaube, die Quietscheente war so ja später nochmal sehr, sehr nützlich. Weil die ist wasser-themed, Leute, mit Wasser. So, geiler Sticker. Tschüss, Mario. Okay, jetzt wisst ihr ja Bescheid, Leute, mit hier schön schwingen, dann lenkt er mal ein bisschen. Dann lenkt er sich doch ganz gut. Ja, du musst nicht schneller fahren. Wenn ich mich nach vorne lehne. Ah, ein bisschen vielleicht, wa? So, eigentlich scheiß auf das Geld eigentlich, ne? Dass ich hier echt gegen so einen Stein gefahren bin, das war mega Schmutz. War überhaupt nicht nötig. Okay, die muss doch echt mittig. Weil wenn ich oben stehe, dann zählt das nicht so richtig. Boah, die viel schneller. Alter, die richtig schnell. Okay, jetzt erstmal auch die Steuerung. Erstmal jetzt die Check. Warum ist sowas mal beim ersten Mal nicht drin?
bestimmt nur so abbremsen, oder? Okay, gut. So, das ist gemein hier. Alter, ey. Okay, guten. Bist ein bisschen wahr.